Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem zweiten Teil meines Büchermonats Januar. Ihr konntet ja in der letzten Woche schon die ersten 10 Bücher aus dem Januar sehen. Ich habe ja den Büchermonat diesmal ein wenig geteilt, denn ich habe ja 17 Bücher gelesen und habe den Büchermonat aufgeteilt in 10 im ersten Teil und in diesem Teil präsentiere ich euch dann die weiteren 7. Ich habe insgesamt 5 Highlights für mich entdecken können. 2 davon waren in der letzten Woche schon vertreten, 3 sind diesmal mit dabei und es gab auch 3 Abbruchbücher. Dennoch war der Lesemonat sehr gelungen, sehr erfolgreich, nicht nur was die Anzahl angeht, sondern auch, dass ich dem Monat 3,88 Sterne gegeben habe. Und das ist auch so mein Gefühl, dass wirklich viele tolle Geschichten dabei waren. Also wirklich auch 4 Sterne Bücher, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben und mir auch noch ein Weilchen in Erinnerung bleiben werden. Die 17 Bücher teilen sich auf in 8 haptische Bücher, 2 E-Books und 7 Hörbücher. Und wir haben so eine Durchschnitts-Lese Seitenzahl pro Tag von 130, was ich tatsächlich so vom Gefühl wirklich auch nachempfinden kann. Also man merkt, dass ich wirklich viele Abende gut gelesen habe, wirklich täglich mit dabei war. Das zeigt mir auch meine Rido-App und auch, dass ich knapp 50 Stunden Hörbuch gehört habe, passt auch so zu meinem Empfinden des Januars, der ja auch mit 31 Tagen relativ lang im Vergleich war. Neben den Büchern, die ich euch unten verlinke ich euch natürlich auch den ersten Teil des Büchermonats. Solltet ihr den verpasst haben, könnt ihr da natürlich gerne im Anschluss auch mal vorbeischauen. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mit den Büchern des Monats und beginnen mit einem Hörbuch für den zweiten Teil, und zwar A Breath of Winter, der Auftakt der Raben-Winter-Saga von Carina Schnell, wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Der zweite Teil ist schon angekündigt für den September und ich glaube, das ist dann auch schon der abschließende Teil. Ich glaube, es wird nur eine Dilogie. Gesprochen wird das Hörbuch von Corinna Dorenkamp, Sven Macht und Tim Gößler. Und ich muss sagen, ich fand die 3 Stimmen sehr gut gewählt zur jeweiligen Perspektive. Fand ich sehr gut unterscheidbar und fand beide, alle 3 haben einen sehr guten Job gemacht. Das Hörbuch hat knapp 14 Stunden Hörzeit und hat mich in diesen 14 Stunden auch sehr gut unterhalten. Wir treffen auf die junge Hexe Smilla, die ihren ganzen Zirkel verliert, da der Hexenschlechter einer Vorhersage erhalten hat, dass er durch die Hand einer Hexe sterben wird. Und Smilla wird wiederum vorhergesagt, dass sie ihn töten kann, wenn sie sich der wilden Jagd anschließt. Und nun möchte sie natürlich Rache nehmen für den Mord an ihrem Zirkel, aber natürlich auch der Vorhersage sozusagen nachkommen. Sie schließt sich dem Söldnertrupp an und sie hat ja den Auftrag, den Hexenschlechter zu jagen und zu töten. Nicht nur sie in der Vorhersage, sondern auch der Söldnertrupp. Doch die wahren Gründe ihres Plans oder ihres Problems, das darf keiner wissen, denn keiner ihrer Kameraden darf herausfinden, dass sie eine Hexe ist und wer sie ist und was es mit ihr eben so ein bisschen auf sich hat. Sie muss sich ihren Platz in der Gruppe nun also erarbeiten und den Respekt auch verschaffen. Und sie ist hier wirklich sehr fleißig dabei, um sich das auch zu verdienen. Doch der Anführer, Gent, der macht es ihr und auch dem Trupp gar nicht so einfach, denn er ist ein Mischwesen. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Zudem auch, dass sich beide zueinander hingezogen fühlen. Und so kommen sich beide dann eben näher, doch der Hexenschlechter wütet weiterhin und sie dürfen eben nicht die Zeit aus den Augen verlieren und müssen sich sputen, um dann eben hier endlich eingreifen zu können. Doch am Ende ist tatsächlich alles anders, als man es zu Beginn irgendwie vermuten könnte, sollte, müsste. Es ist ein wirklich sehr, sehr gelungener Reihenauftakt, der durch sehr viele interessante Wendungen sehr viel Spannung erzeugt. Was ich aber einfach nicht gebraucht hätte, ist diese Liebesgeschichte. Und das ist echt was, wo ich mir zukünftig überlegen muss, ob ich zu diesem Romantasy greife, zu diesem eher jugendlicheren Fantasy, weil es ist echt anstrengend, wenn man ständig diese Liebeleien im Kopf der Charaktere irgendwie erleben muss. Es ist sehr spannend geschrieben. Ich fand, Carina Schnell hat einen tollen Stil. Sie baut viele überraschende Wendungen ein. Sie hat eine bildhafte Weltdarstellung. Man hat wirklich einen Film, wie die Umgebung aussieht, der Trupp aussieht, die Menschen, die Hexen, die Mischwesen, wie die Magie funktioniert, wie dieses ganze Zusammenleben ist. Das ist wirklich toll gemacht. Ich mochte, wie uns Midgard gezeigt wurde.
und auch diese ganze nordische Mythologie hier so ein bisschen eingeflochten wurde. Ich mochte das ja zum Beispiel schon bei Mira Valentin sehr, sehr gerne und finde das auch bei Carina Schnell sehr gelungen. Und es ist auch einfach mal, zumindest für mich, immer etwas anderes in der Fantasy, wenn wir so ein bisschen in diese nordische Region gehen. Wir haben zwei Perspektiven, welche mir persönlich im Stil ein bisschen zu wenig unterschiedlich waren. Sie sind schon sprachlich sehr nah beieinander und hätte es nur eine Stimme gegeben, wäre es, glaube ich, sehr schwierig gewesen zu unterscheiden. Ich mag es halt gerne und ja, es ist, glaube ich, ein Kritikpunkt, den ich häufiger habe, wenn man halt eine weibliche Charaktere hat und den männlichen Männer und Frauen denken einfach anders und sie sprechen anders, sie fühlen anders und das ist halt einfach, es ist halt schwierig, wenn ein Mann ähnliche Worte benutzt wie eine Frau und umgekehrt und man denkt sich, das fühlt sich einfach nicht richtig an und es ist halt oft so, als würden Charaktere dann Selbstgespräche führen. Also so in meinem Kopf funktioniert das weniger und ich glaube, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Unterscheidung gewünscht und ich hätte mir auch gewünscht, dass man eben spürt, sie ist eine Hexe und er ist ein Anführer und auch das bringt ja schon einher, dass die sich einfach anders ausdrücken würden, anders mit Nebencharakteren umgehen und ja, ich fand es aber dennoch gut, dass wir eben im Hörbuch unterschiedliche Sprecher hatten, das hat mir definitiv sehr gut gefallen. Ja, das Buch ist schon für Jugendliche und auch jüngere Erwachsene gedacht, natürlich auch definitiv gut, wenn man einfach sagt, man steigt jetzt vielleicht in die Fantasy ein. Ich glaube schon, dass das wirklich ganz gelungen ist, dadurch, dass es ein bisschen leichter ist und trotzdem High Fantasy und Magiesystem hat, aber es ist gut erklärt, gut gemacht, es holt einen ab, es zieht einen in den Bann. Das gefiel mir richtig gut. Die Liebesgeschichte, ja, sie ist für mich einfach in solchen Geschichten nicht notwendig. Ich fange sie anfänglich noch ganz gut, weil sie eher unterschwellig war, aber an mancher Stelle war es mir einfach zu schnell und ich weiß auch nicht, hätte es einfach nicht gebraucht. Ja, ich weiß schon, dass da manche drauf warten, dass da irgendwie liebesgeschichtstechnisch was passiert, aber es muss dann wirklich in jeder Fantasy-Geschichte immer so diese Liebesgeschichte in den Vordergrund kommen. Ja, die Charaktere fand ich sehr gut gezeichnet, wenn ich auch mit unserer Hexen Smilla nicht so direkt warm wurde, doch am Ende mochte ich wirklich sowohl Smilla als auch Gent und fand die Wendung gegen Ende wirklich irre. Also ich freue mich hier schon sehr auf den zweiten Teil, bin gespannt, wo Carina Schnell es hinlaufen lässt und bin hier wirklich total neugierig, was uns hier noch erwartet. Denn ich habe es erst kurz vorher so ein bisschen geahnt, dass es diese Richtung einnehmen könnte und war wirklich sehr überrascht, wie uns Carina Schnell in diesen Weg gebracht hat. Also wirklich ein tolles Hörbuch, tolle Fantasy, die wirklich für den Einstieg perfekt ist und die wirklich diese nordische Mythologie so ein bisschen einflechtet, was mir sehr gut gefallen hat. Die Liebesgeschichte, ja, die lassen wir einfach mal so ein bisschen im Hintergrund. Dann geht es weiter mit einem Buch, das ich zusammen mit Jenny und Lisa gelesen habe. Beide Kanäle packe ich unten in die Infobox und bei dem ich es gerade ein bisschen schwierig finde, darüber zu sprechen und gar darüber zu schwärmen, denn es ist für mich ein Highlight, allerdings aus einem Verlag, den ich nicht unterstützen möchte, bei dem ich jetzt zukünftig keine Neuzugänge sozusagen mir besorgen werde, den ich wirklich so ein bisschen ausklammere, wenn es um Neuerscheinungen, Neuzugänge geht. Aber es ist das neue Buch von Brandon Sanderson, es ist Weit über der smaragdgrünen See und ich fände es trotzdem irgendwie ungerecht gegenüber dem Autor, es nicht zu besprechen. Jetzt kann ich euch natürlich nur empfehlen, beschäftigt euch mit dem Piper Verlag, geht da vielleicht mal auf Instagram, gebt es irgendwie in eine Suchmaschine ein, ihr findet dazu Dinge, weswegen der Piper Verlag gerade zu Recht ein bisschen Kritik, nein, nicht nur ein bisschen, also viel Kritik bekommen, warum Blogger zusammenstehen gegen den Piper Verlag. Und das macht es gerade nicht so einfach, von diesem Buch zu schwärmen, denn das neue Buch von Brandon Sanderson war definitiv ein Highlight für mich. Vielleicht ist es aber ein Anstoß für euch zu warten, bis es das Buch mal als gebrauchtes Buch gibt oder als Mängelexemplar und dann behaltet einfach dieses Buch im Hinterkopf, dass ich hier davon geschwärmt habe. Ja, ihr findet natürlich die Meinung der beiden dann jeweils auch in ihren Büchermonaten, vermute ich mal, dann auch auf YouTube. Also guckt gerne bei den zwei Mädels auch mal vorbei. Illustriert ist das Buch von Howard Lynn, auch Leon, entschuldigt. Auch im E-Book kann man ja die Illustrationen wirklich sehr, sehr gut einsehen. Und ja, das hat mir richtig gut gefallen. Ja, hinter diesem Project steckt ja ein Crowdfunding-Projekt von
Brandon Sanderson. Und er hat hier 40 Millionen, ich habe es mir aufgeschrieben, US-Dollar eingenommen für seine Secret Projects. Es werden auch noch weitere Bücher daraus folgen. Bei mir ist bereits ein Hörbuch eingezogen aus dem Heine Verlag. Und ich glaube, auch Mitte Januar kommt dann das nächste Buch schon. Ich glaube, auch der vierte Band ist schon angekündigt. Finde ich ganz spannend, dass die Projekte bei unterschiedlichen deutschen Verlagen herauskommen. Aber das tut ja den Geschichten keinen Abbruch. Worum geht es denn nun aber eigentlich in weit über der smaragdgrünen See? Ja, wir treffen auf Tress, die schon immer auf einer sehr kargen Insel lebt, inmitten der smaragdgrünen See. Und man darf sich diese See aber nicht so vorstellen, wie wir uns das Meer vorstellen, sondern es ist ein bisschen anders. Sie liebt Tassen und sammelt diese auch aus aller Welt, die ihr eben auch Seeleute von unterwegs mitbringen. Sie lauscht auch sehr gerne den Geschichten ihres Freundes Charlie, der nach einer Reise mit seinem Vater, der auch hier der Herzog, glaube ich, war, nicht mehr zurückkommt. Und ja, der Vater hat seinen Sohn einfach bei der Zauberin zurückgelassen und er musste dort zurückbleiben. Und jetzt ist es die Aufgabe von Tress, nachdem sie sich mit ihren Eltern besprochen hat, ja, das nicht zuzulassen, ihren besten Freund zu suchen. Und sie möchte ihn retten und sie begibt sich nun eben auf eine Reise, auf den Weg durch das Meer, das eben voller Gefahren ist. Und sie trifft dort auf Piraten, Drachen und auch auf allerhand anderer Wesen. Auch einer kleinen sprechenden Ratte, die ich einfach nur großartig fand. Es war für mich wirklich ein Highlight. Ich muss sagen, Brandon Sanderson hat mich hier total abgeholt. Er hat High Fantasy geschrieben, wie ich sie liebe. Es ist märchenhaft, bildgewaltig, es ist philosophisch, es war innovativ, es war poetisch und hatte wirklich eine spannende Geschichte und ein Magiesystem, das ich wirklich gelungen fand. Dazu gab es auch wirklich tolle Charaktere. Ich habe nichts zu meckern, auch nichts an Tress, wo ich ja doch mit weiblichen Protagonisten öfter mal so meine Probleme habe. Aber hier bin ich wirklich großer, großer, großer Fan. Ja, es ist High Fantasy, wie ich sie liebe, wie ich sie mir vorstelle. Sie bringt uns in eine andere Welt, tatsächlich eher auch so eine etwas mittelalterlichere Welt mit wenig Technik. Und sie wird uns bildhaft dargestellt. Es ist auch so märchenhaft im Erzählstil von Sanderson, der mir sehr gefallen hat. Es war flüssig, es war einnehmend, es war einfach geschrieben. Und ich glaube schon, dass man am Anfang so einen Moment gebraucht hat, bis man in der Geschichte drin war. Aber durch die bildhafte Darstellung der Umgebung, dann natürlich auch der Schiffe und auch der Figuren, der Wesen, die uns gezeigt werden und auch der Nebencharaktere, war das wirklich einfach nur perfekt. Es ist eine Abenteuerreise im Mittelteil, die ich richtig gelungen fand, die aber dann gegen Ende schon sehr schnell und kurz erzählt wird. Also ich hätte am Ende gerne irgendwie noch 50 Seiten mehr gehabt, aber es hat spannende Wendungen, einen tollen Plot, eine wirkliche Geschichte, die einen mitnimmt, die einen emotional auch so ein bisschen mitreißt. Also richtig, richtig toll. Zudem haben wir auch ein bisschen was Philosophisches, was ich richtig spannend fand, wenn es zum Beispiel auch um die Gedanken zu Erinnerungen und auch Gedanken ging. Ich finde, Brandon Sanderson hat hier wirklich nicht nur das Märchenhafte hineingebracht, auch wie er diese ganze Welt geschaffen hat, sondern auch viele tolle Gedanken sozusagen in sein Buch gebracht, was Tress denkt oder andere auch ihr sagen. Das fand ich richtig toll. Wir haben auch so manches geredet, was eher so aus der Zukunft anrührt und auch das fand ich eine tolle Mischung. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Ich habe mir hier so ein bisschen zwei Zitate rausgeschrieben über Gedanken, denn Gedanken über Erinnerungen. Und Erinnerungen sind wie ein lebenswichtiges Organ. Aufpassen, dass das Glück der Gegenwart nicht verblasst. Fand ich sehr schön. Und dann ging es um das Thema helfen lassen. Die Geschichten lassen immer etwas aus. Es ist wirklich nicht das Problem, dass jemand gerettet werden muss. Jeder braucht Hilfe. Es ist schwer, derjenige zu sein, der Umstände macht. Aber es ist doch so, dass jeder Umstände macht. Wie würden wir jemals jemandem helfen, wenn niemand jemals um Hilfe brauchen würde, wenn niemand jemals Hilfe brauchen würde. So rum wird ein Schuh draus. Und ich fand das so schön. Mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Also ich fand, ach, es war einfach rundum das perfekte Paket. Und ja, ich glaube, wäre das Buch jetzt nicht im Verlag erschienen, in dem es erschienen ist, wäre es schon als Highlight-Buch wahrscheinlich in mein Regal gewandert. Aber so, ja, habe ich es gelesen, genossen und ein bisschen wehmütig darüber nachgedacht. Ja, blöde
Verlagswahl, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Also wir sind hier ja im Grunde Anfang Februar, wo leider ja der Verlag noch nicht so wirklich Stellung bezogen hat. Aber ja, wenn euch das interessiert, wie gesagt, guckt gerne mal auf Instagram. Aber das hat natürlich jetzt der Geschichte von Brandon Sanderson tatsächlich keinen Abbruch getan. Ein Buch, das ich geschenkt bekommen habe zum Geburtstag, was ich dann auch im Januar gelesen habe, zu dem man gar nicht so viel sagen kann. Es ist Von Herz zu Herz von dem Dalai Lama, eine Geschichte von Hoffnung und Liebe zu unserer Erde, mit Zeichnungen von Patrick MacDonald, hat mich zum Geburtstag erreicht und war für mich wirklich ein Highlight. Ich mag diese Art Bücher mittlerweile ja sehr, sehr gerne. Ich habe einige im Highlight-Regal, durch die ich immer wieder blättere, die mir immer wieder Spaß machen und gerade wenn wir hier so tolle Zeichnungen haben. Ja, wir begleiten hier eigentlich zu Beginn den großen Panda, der aus seinem tibetischen Wald fliehen und flüchten muss und dann eben ja den Dalai Lama trifft und mit ihm so ein bisschen durch die Welt geht und der Dalai Lama und seine Weisheiten, die natürlich vom Buddhismus geprägt sind, hier mitteilt und wir dazu wunderschöne Zeichnungen auch dazu haben. Und wir laufen eben mit den beiden durch die Natur, die wir eben schätzen sollen, schützen sollen und natürlich auch bewahren müssen und das auf sehr schöne Art und Weise. Es war für mich einfach ein Highlight. Es hat tolle Bilder, es hat eine schöne Geschichte, eine wertvolle Geschichte und ich konnte in den Bildern auch wirklich ein ganzes Weilchen verweilen und wir haben dazu natürlich berührende, philosophische und auch ernstere Weisheiten, die natürlich den Ursprung im Buddhismus haben, die uns der Dalai Lama hier auf sehr wunderschöne Art und Weise auch rüberbringt. Natürlich ist die Geschichte jetzt nicht mega spannend, es passiert auch nichts Großes auf dieser Reise des Pandas. Sie ist natürlich auch nicht in dieser Art packen, wie man sich das vorstellt. Aber es geht hier natürlich darum, ein bisschen zu verweilen, nachzudenken, sich Gedanken zu machen, achtsam zu sein, auch zur Ruhe zu kommen und eben einfach die Bilder auf sich wirken zu lassen und dann die Worte vom Dalai Lama eben einfach mitzunehmen. Und es sind wunderbare Weisheiten, die ja trotz der Kürze der Worte oftmals wirklich den Kern treffen und wir so eben ein gemeinsames Leben voller Mitgefühl und Achtsamkeit schaffen könnten, wenn wir alle so ein bisschen uns daran orientieren würden. Also wunderschön, wirklich auch wie die Tiere gezeichnet sind. Also ich bin wirklich schwer begeistert. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Highlight und ja, richtig schön. Also richtig, richtig toll. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist definitiv ein Buch, bei dem ich sagen würde, dass das ein Buch ist, was man wirklich Menschen, die ja so philosophisch oder was auch die buddhistische Philosophie angeht, wenn die offen dafür sind, denen man damit eine große, große Freude bereiten kann. So wie es ja auch mir an meinem Geburtstag eine große Freude bereitet hat. Und dann natürlich auch, wie ich es gelesen habe. Dann haben wir als nächstes zwei Abbruchbücher, zu denen ich auch gar nicht so viel sagen möchte. Und zwar das erste ist Winter in Briar Creek von Olivia Miles. Habe ich nach 130 Seiten von knapp 440 abgebrochen, ist der Auftakt einer fünfteiligen Reihe, die mich eigentlich durch dieses Kleinstadtfeeling sehr angesprochen hatte, auch so ein bisschen durch die Reise der verschiedenen Jahreszeiten. Also wir starten im Winter, Frühling, Sommer, Herbst und dann nimmt die Reihe ihren Abschluss mit dem Weihnachtsroman. Und ich hatte das jetzt seit 22 auf dem Sub, es stand jetzt auch auf meiner Winterleseliste, die ich jetzt sozusagen abhaken kann. Das Cover von den älteren Ausgaben, glaube ich, tatsächlich finde ich auch ganz schön. Die E-Books findet man auch relativ günstig, weswegen dann auch der erste Band damals bei mir eingezogen ist. Ja, wir treffen auf Grace, die nach 5 Jahren wieder nach Hause kommt und dann aber doch recht schnell merkt, dass sich dort viel verändert hat. Sie wollte Autorin werden und ja, war damit auch relativ erfolgreich und das hat anfangs ganz gut geklappt. Doch dann ja, wurde ihr letztes Buch sehr schlecht bewertet und so zieht sie sich jetzt eben zurück in ihre Kleinstadt, aus der sie im Grunde auch herkommt. Sie versteckt ihre Gefühle ja sonst ganz gerne, da sie sich die Probleme und neuen Situationen nur ungern stellt. Sie trauert auch um ihren jüngst verstorbenen Vater und das setzt ihr tatsächlich auch ganz schön zu. Sie trifft dann auf ihren Ex-Freund Luke, der zwar schon irgendwie ein gefühlvoller Mann geworden ist, der aber tatsächlich auch so sein Päckchen zu tragen hat, denn er hat vor 2 Jahren seine Frau verloren und versucht jetzt eben auch nach vorne zu schauen. Und ich fand die ersten 130 Seiten einfach nur langweilig. Es war sehr banal, es war sehr einfach und sehr langweilig geschrieben. Es gab keine so richtige Spannung, das Kleinstadtfeeling ist nicht so richtig aufgekommen. Ich konnte auch nicht so mit Grace und
Ja, ich habe da nicht so den Zugang zu ihr gefunden. Auch ihre Trauer hat sich überhaupt nicht irgendwie wie Trauer für mich angefühlt. Auch dieses ständige Verstecken im Schneckenhäuschen, ja, das kann man nach außen, aber doch nicht, wenn ich in das Innenleben eines Charakters gehe. Und auch mit Luke bin ich so warm geworden. Es heißt zwar oder hieß dann zwar immer, was er für ein toller Mann ist und wie gefühlvoll und wo ich dachte, aber sein Tun zeigt irgendwie was anderes. Also ja, zudem gibt es auch irgendwie so ein vermeintliches Geheimnis, wo ich einfach denke, oh, es ist natürlich wahnsinnig vorhersehbar. Und ich habe auch nicht verstanden, warum man das die ersten 80 Seiten geheim gehalten hat, weil es überhaupt nicht so dramatisch war. Ja, es plätscherte vor sich hin und es war auch irgendwie, ach, mir ging dann Grace irgendwann auch total auf den Keks. Und ich habe auch dieses Kleinstadt-Feeling, fand ich zwar ganz schön, dass wir da so ein bisschen Umgebungsdetails bekommen haben, was natürlich auch so diese Kleinstadt-Romane ausmacht. Aber ja, die Nebencharaktere waren, die eingeführt wurden, auch ganz okay. Ich muss auch sagen, ich habe in der Wintergeschichte auch nicht wirklich Weihnachten erwartet. Es kam natürlich auch noch ein bisschen Weihnachtsstimmung auf, wo ich dachte, naja, es heißt aber Winter und nicht Weihnacht. Weihnachten ist der fünfte Teil. Ach ja, es war einfach nicht so richtig rund und deswegen habe ich das Buch dann nach 130 Seiten abgebrochen. Das nächste Buch habe ich als Hörbuch gehört, habe ich nach 35% abgebrochen, was so knapp 150 Seiten sind, habe ich als Rezensionsexemplar als E-Book erhalten, habe es dann aber jetzt bei BookBeat entdeckt und habe mich dann einfach fürs Hören entschieden. Sprecherin ist Caroline Haupt und die hat mir auch gut gefallen. Kann ich also nicht meckern, der Abbruch liegt definitiv nicht an ihr. Ja, die Bücherjägerin war, glaube ich, tatsächlich auch letztes Jahr in aller Munde. Wir treffen auf Sarah, die in der Villa ihrer Tante lebt. Die ist vor kurzem gestorben. Sie hat zusammen mit ihrer Schwester das Haus geerbt. Ihre Eltern sind auch bereits früh bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und sie lebte dann eben zusammen mit ihrer Schwester bei ihrer Tante. Und diese Tante hatte ein großes Antiquariat, das auch zu Teilen wertvolle Bücher beherbergte und von denen jetzt eben Sarah sich auch trennen muss, um eben auch die Rechnungen bezahlen zu können. Aber natürlich ist diese Trennung nur sehr schwer, da natürlich sehr viele Emotionen da dran hängen. Sie liebt eigentlich alles, was irgendwie gedruckt ist, von Büchern über Karten und kann sich darin total verlieren. Und eines Tages taucht Benjamin bei ihr auf, ein junger Bibliothekar, der auf der Suche nach einer römischen Stadtkarte ist, die ihre Tante wohl auch anderweitig gefunden hatte, hier in den Austausch gegangen ist und dann aber leider verstorben ist und sie so nicht mehr vermitteln konnte. Und so brechen dann beide zusammen mit einer Schildkröte auf nach Frankreich, um eben den dortigen Besitzer der Karte zu treffen und ihm einen Besuch abzustatten. Ja, Abbruch nach ja so gut 35%. Es war ebenfalls einfach nur langweilig. Ich weiß gerade nicht, ob ich vielleicht mit diesen beiden Büchern, weil die natürlich auch ein bisschen parallel liefen, ob ich einfach in einer anderen Stimmung war, vielleicht auch so manches Highlight davor einfach gezeigt hat, wie Geschichten erzählt werden können. Ich fand es einfach langweilig erzählt. Es ist auf den 150 Seiten gefühlt nichts passiert. Wir sind nicht vorangekommen. Auch die Charaktere fand ich eher so langweilig und banal und die haben mich nicht irgendwie eingefangen, mitgenommen. Mich konnte Sarah auch nicht begeistern mit ihrer Liebe zu Büchern oder mit dieser Affinität in diese Richtung und also ach, ganz schwierig. Ich fand es wirklich sehr langweilig. Auch hätte ich tatsächlich diese ganzen Rückblicke nicht so benötigt. Die gehen ja so tief ins Detail, wo ich dachte, wieso jetzt den Fokus auf den Rückblick legen, dann kommen wir doch in der eigentlichen Geschichte nicht voran. Die Geschichte plätscherte für mich einfach nur so dahin, es passierte nicht so viel und es gab auch so einige Merkwürdigkeiten, die ich nicht ganz verstanden habe. Zum Beispiel bietet Benjamin oder ich glaube Sarah bietet ihm das Du an und dann stellt er sich auch als Ben vor. Dennoch hat sie immer, wenn sie über ihn gesprochen hat oder halt in ihren Gedanken, wir dann über Ben gelesen haben, hat sie ihn immer wieder Benjamin genannt. Und das hat mich so ein bisschen verwirrt und ich dachte, na warum lässt du als Autorin eigentlich deine Charaktere sich das Du anbieten und von Benjamin zu Ben kommen, wenn dann doch immer wieder nur Benjamin erzählt wird. Also ich fand das irgendwie manchmal sehr wüst, sehr merkwürdig und es ist einfach nicht so viel passiert. Was super schade ist, denn es hat wirklich an einer tollen Geschichte geklungen, aber
Ja, ich finde 35% haben dann auch vollkommen gereicht. Und dann kommen wir zu Instant Karma von David Michie. Ist ein Rezi-Buch, was glaube ich im November bei mir eingezogen ist. Ich mochte einige Bücher des Autors. Besonders bekannt ist er für Die Katze des Dalai Lama. Und der Autor selbst, der kommt ja aus Zimbabwe und hat dann in Australien gewohnt. Und er beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Buddhismus und bringt uns dann eben zum Beispiel in der Geschichte ja rund um die Katze des Dalai Lama eben auch buddhistische Weisheiten nach. Wir treffen hier auf Lama Tashi, der recht abgelegen wohnt und eine Katze hat, wo er uns auch eine wunderbare Geschichte erzählt, wie sie zu ihm gefunden hat. Er erklärt seinen Schülern dann das Prinzip des Karmas und wie dies eben in der buddhistischen Weisheit oder Weltansicht dann auch funktioniert. Denn all die Taten, die man in diesem Leben macht, egal ob es gute Taten, schlechte Taten sind, die werden eben auf so eine Art Konto geführt und dann begleiten uns diese Taten eben ins nächste Leben und dann entscheidet eben Karma darüber, ob wir weiterhin, ob wir viel Gutes getan haben, sodass uns dann auch im nächsten Leben viel Gutes passiert. Und ja, die Schüler finden das natürlich sehr spannend, stellen sich aber so ein bisschen die Frage, ja, was wäre denn eigentlich, wenn das Karma nicht erst im nächsten Leben sozusagen Auswirkungen hätte, sondern schon in diesem Leben, und dass das super spannend wäre zu beobachten, wenn man eben für gute Taten direkt eine Belohnung bekäme oder dann eben natürlich etwas Blödes passiert, wenn man eine schlechte Tat gemacht hat. Und so kommt es tatsächlich am nächsten Tag dazu, dass das Karma direkt bei vielen Leuten direkt zuschlägt. Also wir haben zum Beispiel eine Lebensmittelvergiftung in New York City bei Menschen, die in einem Fastfood-Restaurant gegessen haben. Gleichzeitig treffen wir eine junge Frau, die eine Urlaubsreise gewinnt, aktuell keinen Urlaub nehmen kann, diesen dann ihren Eltern schenkt und sagt, ihr habt so viel für mich getan und ihr nehmt euch so wenig Zeit für euch, nehmt diesen Urlaub, und so bekommt sie dann einige Stunden später einen Anruf, dass der Cousin ihrer Mutter, glaube ich, verstorben ist und sie ein Haus erbt und auch ein Millionenerbe bekommt, und weil sie eben natürlich mit der richtigen Intention etwas Gutes getan hat. Und ja, so verfolgen wir viele kleine Einzelgeschichten mit eben diesen Karma-Rückschlägen. Also was passiert auf eine Aktion, wie es dann nach der, ja, sozusagen nach dem Tun dann auch die Wirkung. Ich fand es eine wahnsinnig spannende Idee und ich fand auch die Herangehensweise von David Michie richtig, richtig gut. Ich fand das super spannend. Diese Vorstellung, man tut etwas ganz Uneigennütziges und es ist gut und positiv und man erhält dafür etwas zurück. Das finde ich, hat David Michie gut gemacht. Ich mochte die einzelnen kleinen Geschichten darin. Es war sehr flüssig geschrieben und es war auch ein sehr einnehmender Stil, obwohl wir schon so eine Art Kurzgeschichten in der Geschichte drin haben, weil wir natürlich viele Charaktere treffen, viele Dinge, die irgendwem passieren, und das fand ich richtig, richtig gut und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Der Stil war wirklich wie gewohnt flüssig, er war modern, er war tiefgründig, er war philosophisch, und trotz der kürzeren Erzählpassagen war ich hier wirklich sehr gebannt und habe das Buch, ich glaube, auch an drei Abenden weggelesen. Ich mochte die Charaktere sehr gerne und auch die Karma-Geschichten fand ich sehr gelungen. Also hat er sehr viele Dinge aufgegriffen, wo ich vielleicht tatsächlich auch sagen würde, ja, das ist etwas sehr Positives, oder manchmal sollte man sich zum Beispiel, wenn man ins Fastfood geht, auch wirklich Gedanken darüber machen, also wenn man ins Fastfood-Restaurant geht, Gedanken darüber machen, wie die Menschen ausgebeutet werden, die Tiere, die Umwelt und so weiter, und dass das dann natürlich keine positive Bilanz irgendwie in unserem Karma sammelt. An mancher Stelle war mir die Geschichte oder die Geschichten dennoch zu amerikanisch. Ich hätte mir das gerne ein bisschen weniger stereotypisch gewünscht. Da hatte ich so ein paar Mal meine Probleme mit, auch wenn man natürlich schon merkt, dass David Michie das ganz absichtlich gemacht hat, denn er hat den Lama Tashi natürlich ganz anders dargestellt, und das gibt natürlich eine wunderbare Kontroverse, wenn eben ein buddhistischer Mönch auf dieses amerikanisierte Weltbild trifft, und ich glaube, es hat schon Sinn gemacht, es so zu zeichnen, aber es war an mancher Stelle für mich einfach so ein bisschen schade, dass wir so diesen American Way of Life so gezeigt bekommen und es einfach zu amerikanisch war. Zudem, und das ist, glaube ich, so der größte Kritikpunkt, den ich habe, weswegen es nicht ganz zum Highlight gereicht hat, ist, dass es doch sehr viel um Materielles gegangen ist, was ich einfach schade fand. Denn nicht jede positive Tat muss mit etwas Materiellem bewertet oder belohnt werden. Ich glaube, es gibt genügend andere Dinge,
mit denen man Menschen für gute Taten belohnen kann, als dass es dann tatsächlich das Geld ist. Und er hat es ja auch an einigen Beispielen gezeigt, also von, ich sage jetzt mal, Wunderheilungen, die es eben gab, auch wenn die eher weniger waren. Das fand ich tatsächlich ganz schön, dass man eben zeigt, okay, es muss nicht Geld sein, aber es war an vielen Stellen etwas Geld, es war Häuser und so weiter. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil das hätte ich mir ein bisschen ausgeglichener gewünscht, weil ich denke, man kann eben nicht jeden Menschen mit Geld glücklich machen. Und ich glaube, da hätte er kreativer sein können und ihm noch ein bisschen was anderes einfallen lassen. Alles in allem aber wirklich ein tolles Buch. Und gerade die Frage des Karmas, die fand ich richtig, richtig toll. Und dann haben wir hier, was habe ich mir hier markiert? Finde eine wahre Ursache des Glücks und erzähle uns nächste Woche davon, damit wir alle etwas davon haben. Und genauso beginnt es eben ja, dieses Thema mit dem Karma, dass man eben sagt, was hat man heute Gutes getan und was hätte das gegebenenfalls für eine Auswirkung gehabt. Also ein ganz tolles Buch, kann ich wirklich empfehlen, wenn einen vielleicht tatsächlich auch das Amerikanische ein bisschen weniger stört. Und da auch definitiv vielen Dank an den Verlag, der mir das Buch zur Verfügung gestellt hat. Ich bin sehr gespannt, was von David Michie noch kommt. Und freue mich da auf jeden Fall auf die Bücher, die uns noch erwarten. Und das letzte Buch ist dann auch das letzte Hörbuch. Und zwar ist das der Hörgenuss-Tipp von der lieben Steffi vom Buchschnack. Ihr Video auf jeden Fall auch mal unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Die Playlist zum Hörgenuss findet ihr sowieso immer unten in der Infobox. Und zwar ist es The Boy, The Mole, The Fox and The Horse von Charlie McKessie. Ein Buch, das ich schon zweimal in Deutsch hier habe, auch schon mehrfach gelesen habe, durchgeblättert habe. Es ist ja auch eher so ein bisschen wie die Geschichte vom Dalai Lama, Zeichnungen mit einer Geschichte. Und ich habe das in zwei Fassungen auf Deutsch hier. Ich habe schon den Animationsfilm gesehen, der, glaube ich, letztes Jahr auch einen Oscar bekommen hat. Und ja, Steffi hat jetzt davon geschwärmt, von diesem Hörbuch eben in englischer Sprache. Und es wird auch vom Autor selbst gesprochen. Und ja, so habe ich mich auf den Weg zu Spotify begeben. Dementsprechend ist das Buch auch gar nicht so irgendwie bei mir eingezogen, sondern ich habe es auf Spotify gehört. Und da ist es eben auch kostenfrei erhältlich, geht knapp eine Stunde und ja, wird eben auch vom Autor selbst gesprochen. Ja, auf den besagten Jungen im Titel, der sich allein fühlt und auf der Suche nach seinem Zuhause ist. Und unterwegs trifft er dann eben auf den Maulwurf, den Fuchs und das Pferd. Und alle vier begeben sich dann eben gemeinsam auf eine Reise durch den Wald, durch die Natur. Und sie sprechen ganz offen über ihre Ängste, über ihre Einsamkeit. Und sie finden eben einfach so Halt beieinander und geben sich gegenseitig auch eine wunderbare Unterstützung. Denn zu Hause ist eben da, wo die Freunde sind. Und es ist eine Geschichte, die man gar nicht so in Worte fassen kann, denn es sind so viele wunderbare Nebengeschichten, Nebengefühle, die alle so ineinander greifen und ein wahnsinnig schönes Gefühl bei mir hinterlassen haben. Ich mochte schon Film, ich mochte die Bücher zum Anschauen, zum Durchblättern, ich mochte, wie es dargestellt wurde, sowohl eher die Skizzenbücher oder das Skizzenbuch, was ja so das erste Buch war, als dann eben auch die Bilder anhand des Animationsfilms, die ja dann farbig sind. Ich habe beides sehr, sehr geliebt. Und ich bin hier wirklich Steffi für den Hörgenuss dankbar, dass ich einfach zu diesem Buch gegriffen habe. Gerade so Ende Januar hat das perfekt gepasst und diese Stunde hat mich wahnsinnig begeistert. Die atmosphärische Gestaltung des Hörspiels, es ist so eine liebevolle Geschichte, voller Emotionen und wunderbaren Miteinander und es ist einfach toll vertont. Man hört die Naturgeräusche, man bekommt so ein bisschen mehr als den eigentlichen Text aus den Büchern. Es ist wirklich atmosphärisch, es ist toll eingesprochen, es schafft wunderbare Emotionen, tolle Bilder im Kopf und dieses Gefühl, was man so spürt, wenn man die Geschichte sonst gelesen hat und sich angeguckt hat, das ist so eine warme Umarmung und das spürt man in diesem Hören einfach auch nochmal richtig toll. Und es ist eine wunderbare Reise, die wir mit den vier Charakteren gehen dürfen und man sich natürlich philosophisch die Frage stellt, ist das eine Person, die durch diese vier Charaktere irgendwie verkörpert wird? Also geht da ein Mensch, ein erwachsener Mensch durch den Wald und hat eben das innere Kind bei sich und dann den etwas ja, stolzeren Fuchs, der vielleicht gar nicht möchte, dass man irgendwie verloren gegangen ist und dann, ja, also ganz wunderbar, man kann da philosophisch, glaube ich, ganz viel da rausholen, aber ich fand es einfach nur großartig. Wirklich ein Highlight, auch in Hörbuchform, toll vertont. Ich mochte die Atmosphäre. Das ist wirklich etwas, was einen so gepackt hat, mitgenommen hat, getragen hat, umarmt hat und einfach so fühlen hat lassen. Richtig, richtig schön. Und
Ja, also nicht zu Unrecht, ein Hörgenuss der lieben Steffi, schaut super gerne bei ihr im Video vorbei. Und das waren sie jetzt, die 17 Bücher, also ja, die restlichen 7 in diesem Video. Insgesamt habe ich euch ja 17 Bücher präsentiert im Januar. Ich bin sehr gespannt, wie es im Februar weitergeht, ob es weiterhin Gründe gibt, sich in den Büchern so ein bisschen zu verstecken. Und ja, aber es kommt natürlich so gefühlt ein bisschen der Frühling, wo ich dann denken würde, naja, vielleicht geht es jetzt doch mal wieder ein bisschen öfter und länger raus. Würde mich zumindest auf jeden Fall freuen, wenn es einfach trocken und heller am Abend ist und man einfach die Zeit draußen genießen kann. Aber ich fand den Januar wirklich toll und bin wirklich sehr happy über die gelesenen Bücher. Bin natürlich auch gespannt, ob ihr eins der Bücher gelesen habt oder gehört habt. Vielleicht habt ihr auch ein Highlight des Monats, dann sehr, sehr gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.